was war damals los? Ich sah deinen nackten Schoß, doch fühlte gar nichts mehr. Hatte ich zu viel hinter verschlossenen Rollos, sterbemüde Libidos, die Lösung war nicht schwer. Denn wenig später entdeckte ich ASMR. Das macht Lust auf den Verkehr. Also hauch in die Membran, denn nur eines macht mich an, auditive Vibration. Striegel mein Trommelfell und ich komme schnell. Knister mit Papier, reib dich nicht an mir, sondern am Mikrofon. Liebe geht vor, ich bin ganz dein phonetisches Signal und mein versteiftes Genital sind isochron. Sensoren speicheln, mit Fingern Ohren streicheln, in Plastikohren speicheln. Ich bin Akustik-Konnoisseur und schenke dir Gehör. Doch was meinen Sack zum Platzen bringt, ist wie leises Schmatzen klingt. Beziehungssymphonie, Stereo statt Monotonie. Solang die Frau den Ton angibt, bin ich über beide Ohren verliebt. Ich meine natürlich, das dient alles nur zur Entspannung. ASMR hat überhaupt gar keine sexuelle Note für mich. Nein. Das ist wahrscheinlich eine der erotischsten Aufnahmen, die ich jemals machen durfte. Okay, ich hoffe, das ist gut. Wenn das nicht gut ist, dann töte ich ein Waisenheim.